Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Panzergeneral, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause SSI aus dem Jahre 1994 und wir bespielen hier das Unternehmen Taifun, den Angriff auf Moskau im Jahre 1941. Wir befinden uns im Zug 6 am 17. Oktober 1941 bei, bewölktem Wetter und 17 verbleibenden Zügen. Der Gegner wehrt sich. Und zwar richtig hart. Ich habe schon eine Unterstützungseinheit, einen Panzer 3, Ausführung J, verloren. Ein Blick auf die Karte. Meine Mittelgruppe konnte schon in die erste große Verteidigungslinie einbrechen und versucht sich jetzt hier Vjasma einzunehmen, beziehungsweise da die Truppen zurückzudrängen. Auch hier um Kirov versuche ich jetzt hier die letzten Verbände zu zerschlagen. Und im Süden gehe ich auf Tula vor, obwohl mich Panzerverbände hier ganz schön unter Druck setzen. Da muss ich jetzt gucken, was ich mache, denn momentan habe ich nur einen ziemlich zerfletterten Stuka da unten. Da muss ich wahrscheinlich noch Dinge tun. So, hier unten, das ist jetzt hier in der Nähe von Kirov, muss ich was tun und diese einzelne Artillerie möchte ich gerne auch noch ausschalten. Hiermit erledigt. So, das war gut. Ich schaue mal, 1387 Prestigepunkte, das sieht gut aus. Hier meine zerschundene Pioniereinheit, die wird jetzt erstmal reorganisiert. Und die Verbände hier allgemein erstmal ein bisschen dezimiert. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Moment, hier kann ich doch nochmal draufhauen. Bestens. Und damit sieht die Gegend um Kirov gar nicht mal so schlecht aus. So, mein Stuka. Oh Gott, das sieht hier nicht so gut aus. Wir lassen den Stuka erstmal. Wow, nein! Schwere Verteidigung hier unten. Was ist das für eine Stadt? Bryansk geht hin und her. Mal nehme ich sie ein, mal nimmt sie der Gegner ein. Unglaublich. Dinge spielen sich hier ab. So, hier werde ich erstmal eine Verteidigung aufbauen. Ich habe hier Pionierkräfte, das ist gut. Der Panzer wird reorganisiert. Ja, ich muss hier eine Stellung jetzt aufbauen. Nein, das macht sie nicht. Da geht weiter vor. Ich muss mich jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen zusammenreißen und die Panzerkräfte hier unten zusammenführen, zusammenfassen. Dennoch bin ich der Meinung, den Süden einigermaßen stabilisiert zu haben. Hier in der Mitte geht es natürlich voran. Der Flughafen wird eingenommen. So. Auch hier eine Reorganisation meiner Einheiten. Ah, das mache ich mal nicht.
So, und oh hier, der Gegner vollzieht ja Gegenangriffe. Dass ich nicht so stehen lassen kann. Hat er hier noch irgendwelche Einheiten? Ich hoffe mal nicht. So, voran, 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 voran. Ja, habe ich mir doch fast gedacht. Hier oben steht eine Artillerie, gesichert durch Flak und Infanterie. Das muss ich jetzt hier knacken. Das heißt aber, die Panzer fahren jetzt schnell vorwärts, um hier durch den Wald vorzustoßen, um die Kräftegruppierung aus dem Rücken quasi oder im Rücken zu fassen. So, wir gucken mal hier, die Infanterie geht mal hier weiter voran. Und hier würde ich sagen, trotz der Flak. Oho. Angreifen, angreifen, angreifen. Und seine Luftwaffe vernichten. Ganz wichtig. So, jetzt schauen wir mal hier oben in den Norden. Das sieht hier ganz gut aus, finde ich zumindest. Und möchte hier natürlich noch seine Streitkräfte leicht dezimieren. So, sehr schön. Das sieht doch mal gut aus. Die Infanterie geht vor. Der wird mal aufgetankt. Das ist gut. So, die Luftwaffe wird sich jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Hahaha. Wow. Voll besetzte zweite Verteidigungslinie. Wahnsinn. Die werden hier mal. Ja, die werden hier auch mal aufmunitioniert und aufgetankt. Das ist gut. Die Feldhaubitze, die geht. Weiter. Die geht weiter. Die fährt jetzt weiter Richtung Moskau. So, und hier, du bleibst stehen. Die ist ja geschützt durch diese Artillerie. Ich hoffe, das bringt was. So, der wird tatsächlich mal aktualisiert. Klick, beziehungsweise überstärkt. Und diese Einheiten, die fahren jetzt in den Süden. Ab in den Süden. Wie viel habe ich denn noch? 967 Punkte. Ich muss ein bisschen aufpassen auf meine Prestigepunkte. Habe hier noch einen Panzer. 26, der fährt weiter. So. Ne? Würde ich mal sagen.
Weiter geht's. Der Gegner ist dran. KV1, schwer zu knacken. Aber alles im All relativ gut. Hier unten muss ich jetzt weiter Acht geben. Und ich möchte gerne den T34, den möchte ich jetzt ausschalten. Wird schwierig. Okay. Gut. Die Infanterie geht weiter Richtung Tula. Und auch Tula wird höchstwahrscheinlich von Artillerie bewacht werden. Und es gilt erst einmal, die Artillerie zu finden und dann natürlich zu vernichten. Ja, hier sieht es mittlerweile ziemlich schlecht aus. Ich werde doch da diese Infanteriegruppen vernichten können. So, und hier gehen wir vor. Da haben wir noch Panzerkräfte. Die ich abriegeln werde. Das Gros jedoch geht weiter voran. So, die Artillerie, die stellt sich mal hier auf. Diese Artillerie stellt sich dahin. Mächtig gewaltig, was er da hat. Sieht doch ganz gut aus. Der Panzer 3 wird mal hier vorgeführt. Ich würde mal sagen, hier hin. Oh, ich muss auch ein bisschen auftanken immer, ne? Nicht, dass die Einheiten dann irgendwann ohne Treibstoff liegen bleiben. So, der Panzer hier wurde wieder völlig aufgefüllt.
bleibe ich mal dran. So, hier habe ich jetzt noch eine Feldhaubitze. Die wird tatsächlich hier mal diese Infanterie beschießen und quasi neutralisieren. Das fand ich jetzt gut. So, voran. Yeah, also das fand ich jetzt einen guten Schlag. Diese wird mal aufgefrischt. Und der fliegt mal zurück. Yeah. Ich überlege gerade, hier habe ich jetzt eine Focke Wulf, die ist eigentlich schon an einem Flugplatz, hat aber nicht mal so viel Treibstoff. Die fliegt mal zurück. So. Da habe ich jetzt noch eine gute Junkers 88, die macht weiterhin ein sehr schön, ein Horizontalbombing. Wunderbärchen. Der bleibt mal außerhalb der Reichweite der Artillerie. Das ist gut, kann aber überstärkt werden. Das ist immer brauchbar. Ich habe 912 Prestigepunkte und wir machen den Moduswechsel. Ja, das habe ich gehofft. Gut, sehr schön. Jetzt geht es weiter darum, diese Artillerie auszuschalten. Hiermit gelungen. Jetzt schalte ich die Flak aus. Ja, nicht ganz gelungen. Aber es läuft jetzt schon ziemlich gut. Der Gegner wird hier schon richtig in die Verteidigung gezwungen. So, ich gucke gerade hier. Flak. Immer vorsichtig sein. Die Frage ist, mache ich das hier? Ich könnte es machen. Hat geklappt ohne Verluste. Hervorragend. Der Stuka geht jetzt hier runter. Und ich werde jetzt den Durchbruch durch die zweite Verteidigungslinie wagen. Verdammt, nein, Moment. Erst schießen, dann bewegen.
Und ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Die Bresche ist geschlagen. So, hier kommt sofort Verstärkung an. Der Stuka kümmert sich ja weiterhin um die gegnerischen Panzerverbände. Musste ich aufmunitionieren, die hatten keine Munition mehr gehabt. Runter, ist klar. Jetzt versuche ich hier noch mal die Stadt einzunehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja Verluste. Ich hoffe, das bringt was. 850 Prestigepunkte. Yeah. Ich habe hier doch noch eine, ja genau, eine Junkers 88. Die fliegt mal hier Aufklärung. Ah, ich habe schon wieder einen Panzer gesehen. Und diese Kräfte stellen sich jetzt hier gegen Shekino auf. Komischer Name, klingt komisch, ist aber so. Und wieder erwarten, konnten sie die Pack sogar rausdrängen. Da sage ich doch nicht nein. Verstärkung kommt sofort angerollt. So, hier diese Unterstützungseinheiten gehen auch weiter vor. So, ich würde mal sagen, auch hier voran. Der Panzer geht hier mal ein bisschen auf Tuchfüllung. Beziehungsweise, nein, der wird überstärkt. Wunderbar. Ja, das war jetzt sehr gut. Die Artillerie wurde hier vernichtet. Und die Focke-Wulf-Jäger, die gehen hier mal zum Auftanken und Aufmunitionieren hin. Das ist sehr schön. Der bleibt, das ist schon ein guter Jäger. Was macht denn der? Ich weiß es nicht. Der könnte mal hier runter mitgehen. Der macht mal hier. Entscheidungen. Sehr schön, hat gefallen. Und ich würde sagen, wir machen einen Moduswechsel. Ich weiß jetzt, wo seine Artillerie steht. Dieser KV-1-Panzer, der ärgert mich.
Ja, das war jetzt wiederum gut. Also wirklich wechselvolle Gefechte, möchte ich meinen. Die Artillerie, wo standen die? Eins, zwei, die steht hier. Das heißt, ich fahre jetzt hier ran. Und bekämpfe jetzt die Artillerie. Damit bekomme ich hier dann relativ freie Hand. Hoppala, nein, das war falsch. Moment. Erst schießen, dann bewegen. Bei Panzerkorps ist das nämlich ein bisschen anders. Da hat man die relative Freiheit, mit selbstfahrenden Waffen. Die kann man nämlich erst bewegen und dann auch abfeuern. Hier ist es aber nicht der Fall. So, ich nähere mich jetzt hier aber tatsächlich großen Schritten. Tula, und das ist sehr gut. Der Panzer folgt. Sehr schön. So, hier habe ich jetzt einen. Oh nee, hier habe ich noch einen besseren Stuka. Der wird jetzt hier auf den KV angesetzt. Ja, was sagt ihr jetzt, ha? Da hat es doch jetzt ganz schön geknattert. Hahaha. Huiuiuiuiuiui. Da läuft es doch. So, jetzt hier weiter geht's. Ich würde mal sagen, erst einmal brechen wir hier weiter auf. So, und die Artillerie, die stößt jetzt sofort rein in diese Lücke, um weiter nach Moskau vorzustoßen. So, wir schauen hier, die haben sich bewegt. Die Infanterie geht voran. Und ich würde mal sagen, der Panzer hier, der wird sich jetzt hier erstmal überstärken, weil das kann. Die Artillerie. Die tut ihren Job. So muss es sein. Sehr schön. Und damit ist dieses Widerstandsnest tatsächlich, ich würde sagen, erledigt. Wunderbar. Jetzt geht es hier hoch nach Rzew. Diesen Panzer hier, den T-34, den werde ich hier weiter verfolgen.
und vielleicht auch alsbald ausschalten. Moment, das werden wir mal versuchen. Wow, Infanterie über Infanterie wartet hier auf mich. Dolle Leistung. So, ne? Hier muss ich weiterhin die Panzer hier dezimieren. Aber das schaut mittlerweile ganz gut aus. Das schaut gut aus. So, die darf mal sich aufmunitionieren. Ja, komm, voran, voran. Der bleibt mal als Speerbrecher da. Gut, das sieht gut aus. Hier unten muss ich natürlich mal meine Einheiten. Die muss ich jetzt hier tatsächlich verstärken. Das ist ja unglaublich. Da unten, da wogt der Kampf hin und her. Ich würde mal sagen, die Fallschirmjäger, die gehen schon weiter vor, weil sie es können. Achtung, Flak, Vorsicht. Da habe ich jetzt einen Panzer 4. Der wird sich schon mal hier in die Höhle des Löwen wagen. Das war es mir jetzt wert. Tatsächlich. Der geht voran. Infanteriemassen. Wahnsinn. So, das sind die letzten drei Einheiten, die ich jetzt hier nicht bewege. Wir schauen mal auf die Karte. Der Durchbruch durch die zweite Verteidigungslinie ist geglückt. Ich stoße jetzt hier tatsächlich schon mit den ersten Einheiten gegen Moskau vor. Tula ist hier gut in Reichweite. Seine Verteidigung, die Artillerie, ist schon fast vernichtet und auch seine Infanteriekräfte wurden stark dezimiert. Sollte ich einnehmen können. Der Kampf um Wjasma ist geschlagen. Ich werde jetzt hier meine Gruppen gegen Rzew konzentrieren und vorgehen auf, oh Gott, auf Mozaisk und Obninsk. Und auch hier unten, Kaluga, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wir schauen. Die Sache ist nur die, wird es ein entscheidender Sieg werden? Das ist die Frage. Also da unten, das ist im Südwesten. Das ist wirklich nervend aufreibend. Wir gucken nochmal hin. Der Kampf tobt da hin und her. Aber ich hoffe, dass ich ihn jetzt gewonnen habe. So, jetzt geht es hier weiter mit der Vernichtung seiner Panzertruppen. So, der geht einfach mal hier rüber. Das ist gut. Die elendigen T-70, die haben mich so aufgeregt. So, aber jetzt ist
der Drops hier gelutscht. Wow! Nicht doch. Ich muss zurück, weil ein T-70 ist durchgebrochen. Unglaublich. Unglaublich. So, der geht voran. So, hier stoße ich jetzt aus dem Gebirge vor und falle dem Gegner quasi in den Rücken. Das finde ich ja ziemlich gut. Die Artillerie, die geht jetzt hier mal vor. Ja, keine Fragen mehr. Überhaupt keine Fragen mehr. Kommt doch ein einzelner kleiner Jäger, der aber keine Chance hat, selbst gegen schon sehr dezimierte Focke Wulfs. Hier kämpfe ich mich jetzt weiter vor. Okay. Voran. Achso, die habe ich schon alle gezogen. So, jetzt hier. Die Artillerie wird vernichtet. Die Infanterie ausgeschaltet. Und die Flagge dezimiert. Bestens. Die Artillerie wird hier in Position gebracht.
So, und hier auch die Infanterie geht vor. Hier habe ich jetzt eine Focke Wulf. Eine Focke Wulf, die ist schon sehr gut mit Munition und Treibstoff ausgestattet. Da würde ich mal sagen, die geht voran. Die begeht, beziehungsweise die wird hier den Begleitschutz stellen für meine Fallschirmjäger. Ach, die Junkers, die geht mal hier hoch. Da habe ich jetzt noch eine Artillerie, die geht natürlich vor. So, finde, das war gut. Immer noch gutes Wetter, bald wird wahrscheinlich Winter hereinbrechen, dann ist es nicht mehr ganz so doll. Ich werde hier weiter. Moment, Moment, Moment. Ich werde jetzt erstmal gucken. Moment. Die Einheiten, die kapitulieren, weil sie sich nicht zurückziehen können. So, das wird doch was hier. Nein, Moment, das wollte ich jetzt nicht. Ja, wunderbar, das läuft hier. Na gut, das war jetzt nicht so prall, dass ich mein Stuka hier abgeschossen wurde. Dafür hat sich jetzt die Sache um Kaluga auch erledigt. Die Streitkräfte stoßen jetzt hier weiter vor und diese werden jetzt hier diesen T-70 endlich mal zur Strecke bringen.
Da schießt er mir noch zwei Stukas ab. Wahnsinn. Voran, voran. Hier muss ich jetzt ein bisschen eindrehen, um hier noch Obninsk letztendlich etwas zu beschießen und einzunehmen. So, jetzt gucken wir mal. Keine Munition. Okay. Die Panzerfalle. Flack wieder mal. Die Artillerie hat die jetzt auch hier gut vorbereitet, wie ich finde. Tula wurde eingenommen. Und ich möchte meinen, ich halte es auch. So, die bleiben hier unten, die sichern die Flanke. 1300 Prestigepunkte, das schaut wiederum sehr gut aus. So, die gehen mal hier vor. Also auch hier, die Hilfstruppen haben wirklich gute Arbeit geleistet, wie ich finde. Hier werde ich weiter vorangehen. Ich muss hier Mozeisk schon langsam angehen und würde mal sagen, ich hau noch einmal drauf. So, der geht hier hin. Die Focke Wulf, die wird weiter. Die soll sich mal ein bisschen aufmunitionieren. So, die Focke Wulf, die schaut mal hier, was es so gibt. Da habe ich mir schon fast gedacht. Hier habe ich Flak, das sehe ich. Die wird sich mal hierhin bewegen. Okay, also, was würde ich denn sagen? Hier oben, dieses Ziel, Mozeisk, müsste ich einnehmen können. Und Obninsk hat keine Artillerieunterstützung, sollte ich also auch hinkriegen. Muss ich gucken. Es wird schwierig werden. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Aber allgemein denke ich, dass es gut aussieht. Ist es noch rechtzeitig? Das ist die Frage. So, Moduswechsel.
Da war jetzt okay, würde ich sagen. Ich hatte da jetzt neue Kräfte aufgebaut. Das ist natürlich nicht so schön. Hat keinen Treibstoff mehr. Uah. Ja, aufräumen. Sehr schön, sehr schön. Also ich würde sagen, hier die Kämpfe sind auch erledigt. Ja, da ist sehr viel Infanterie verloren, der Gegner. Sehr viel. Es ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Es geht weiter. So, hier auch. Er baut sehr viel Fallschirmjäger. Und die durch, da muss ich mich jetzt durchkämpfen. Uiuiui, Verluste. Natürlich sind Aufklärungsstreitkräfte nicht dazu berufen, Kämpfe, also wirklich Gefechte auszuführen. Aber Verstärkung ist unterwegs. So, Tula ist freigekämpft. Der T-70 bei Kirov. Unglaublich. Der hat sich hier echt gut gehalten. So, die Brückenpioniere gehen voran. Ich muss weiter voran, weiter voran. Ich muss ja nach Moskau. So, schauen wir uns mal das Ganze an. Oje, oje, oje.
Da würde ich mal sagen, machen wir hier schon mal einen Luftschlag. Wie es scheint, hat er da nicht allzu viel Flak oder Artillerie. Das heißt, das schaut doch ganz gut aus. Hier habe ich jetzt eine Artillerie, mit der setze ich mich doch schon mal. Ha, ich weiß nicht. Moment, ich sehe hier noch zu wenig. Habe ich denn hier noch mal Luftwaffe? Ah, die kommt nicht ran. Zack. Ich weiß nicht, ob hier was steht. Dann fülle ich den mal auf hier. Brückenpioniere, die gehen voran. Da ist nichts, das ist gut. So, alles sitzt gegen Moskau. Das ist das am weitest entfernte Ziel. Oh, und der geht weg. Der steht bei einer Flak. Das geht nicht. Auf nach Moskau. So, Wunderbärchen, würde ich sagen. Der Gegner darf jetzt noch mal einen Zug machen. Und dann würde ich sagen, wir setzen dieses Abenteuer von Operation Taifun, also der Angriff auf Moskau im Jahr 1941, in der nächsten Episode fort. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und ganz wichtig, Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.